Jetzt gab es vor 2 Tagen ein schreckliches Attentat in Wien. Wie wichtig ist besonderer Schutz gegen illegale Migration? Ja, das Attentat hat uns alle tief erschüttert und schockiert. Es ist notwendig, dass hier mit der vollen Härte des Gesetzes agiert wird. Ich bin auch froh, dass wir als Bundesregierung die Polizei stärken, hier tausende neue Polizistinnen und Polizisten einstellen werden, um auch mehr Sicherheit zu gewährleisten. Und ja, natürlich illegale Migration, ungesteuerte Migration, das führt auch zu einem weniger an Sicherheit. Und daher haben wir das klare Ziel als Bundesregierung, gegen illegale Migration anzukämpfen, um Sicherheit und Stabilität auch gewährleisten zu können.